Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Essen Motor Show ist rum. War wirklich extrem wilde Zeit. Deswegen will ich mich auch gleich am Anfang erstmal kurz bedanken. War wirklich mega geil, wie alle von euch vor Ort waren. Das zweite Wochenende, ihr habt uns komplett auseinandergenommen. Ich habe teilweise 7 Stunden am Stück unten am Tresen gestanden am Samstag. Wirklich von 10 bis 17 Uhr durchgehend. War wirklich geil, also unfassbar. Die Schlange ging bei uns einmal quer über den Stand. Deswegen befürchte ich auch, dass viele von euch sich die Autos gar nicht so richtig angucken konnten, weil es einfach so voll war. Aber ich muss einfach sagen, zum Autotuning gehört diese Essen Motor Show einfach dazu. Ohne die Essen Motor Show fehlt einfach was. Habe ich wieder festgestellt. Ist irgendwie, ich finde, auf der Essen Motor Show zeigt sich einfach, dass es Tuning definitiv noch gibt. Wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, dass es immer noch extrem krasse Autos gibt, die halt in der Tuning Experience stehen. Und ich finde, Essen Motor Show ist halt auch immer so ein Punkt, wo man einfach mal zeigen kann, dass es so Teams wie uns oder wie das Team von JP Performance und so, dass es die halt auch wirklich gibt. Dass ihr das nicht ein ganzes Jahr lang immer im Fernsehen bzw. Internet verfolgt, sondern auch live die ganzen Leute mal sehen könnt, die Projekte sehen könnt und einfach belohnt werdet für den Zeitaufwand, den ihr einfach jeden Tag aufs Neue dafür opfert. War eine extrem stressige Zeit, kann ich nur noch ein paar Mal sagen. Deswegen, ganz viele Leute sind zu mir angekommen, ob es für mich Stress wäre, jetzt 7 Stunden am Tresen zu stehen. Da muss ich wirklich sagen, nee, das ist wirklich gar kein Stress für mich, weil mein normaler Alltag oder auch gerade so diese Zeit vor und nach der Messe ist nochmal umso stressiger. So, also das bisschen da am Tresen stehen, das ist schon, ja, nee. Nee, das würde ich definitiv nicht als stressig. Also die eigentliche Messezeit an sich ist für uns dann eher immer Erholung, weil lange schlafen, früh ins Bett gehen, meistens zumindest. Und das am Tresen stehen ist auch kein Problem. Also da war die Zeit vorher wirklich umso krasser. Das ist auch der Grund, warum ihr leider heute schon wieder ein Frage-Antwort-Video bekommt. Bisher war ich von diesen Videos eigentlich gar kein Fan, habe mich auch immer gesträubt. Jetzt funktioniert allerdings diese Version, dass ihr mir die Fragen über Instagram stellt, extrem gut. Das heißt, die Videos werden jetzt tatsächlich auch mal richtig interessant und es macht Spaß, die Kommentare zu lesen, es macht Spaß, eure Fragen zu lesen. Uns fehlte natürlich in der Vor-Essen-Motorshow-Zeit die Zeit, richtig geile Videos wieder zu produzieren. Richtig geil heißt, unterwegs zu sein, euch Sachen zu zeigen, weil wir mussten halt wirklich die Autos fertig kriegen und da ist die ganze Zeit reingegangen. Ab heute, es ist alles abgebaut, fast alles abgebaut. Das heißt, wir kommen wieder in den Alltag rein. Jetzt können wir wieder loslegen mit Videos, wie ihr es gewohnt seid. Umso stolzer bin ich aber drauf, dass wir es tatsächlich geschafft haben, weiterhin durchzuproduzieren und immer die passenden Videos hatten. Heute kommen wir zu Punkt Abarth. Wirklich ganz viele Leute kamen zu mir an und meinten, boah, sieht das Ding geil aus. Also hätte ich selber nicht gedacht, dass der am Ende jetzt, wo er auf Rädern steht und so fett aussieht. Also diese Kombination jetzt aus den Verbreiterungen, diesen 9x17 ProTec-Rädern mit den Michelin-Slicks in schwarz glänzend, das war auch goldrichtig. Diese Curbs daneben und der schwarze Teppich, das weiße Auto, das ist wirklich, ja. Es gibt ein so ein Bild, das hat Maxi gemacht, das blenden wir hier mal kurz ein. Mal gucken, was wir damit noch machen. Da kommt das nochmal so richtig geil zu Geltung. Aber an da muss ich auch einfach nochmal jetzt einmal Danke sagen. Hätte ich niemals alleine hinbekommen. An der Stelle nochmal vielen Dank an Mike, Dr. Kleb und Dicht. Der Mann baut einfach so mit Leidenschaft, liebt gerne Karosserieteile an. Das heißt, wir haben wirklich tagelang zusammen die ganzen Verbreiterungen angebaut, angeklebt, ganz fein abgedichtet. Der eine oder andere habe ich gesehen, hat es auch immer gesehen. Also ist wirklich zum Auto gekommen, hat sich angeguckt, weil es fällt kaum auf. Aber es ist dann doch eine geile Abgrenzung von dem Sichtcarbon zum Weiß. Türen, Heckklappe, Spoilerscheiben und so. An der Stelle, Mike, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast und mich da vor der Messe auf jeden Fall nochmal so unterstützt hast. Und natürlich auch genauso, was genauso geil zu beobachten war, diese Thematik, dass wir hammerhart dieses Armaturenbrett zerschnitten haben und dann Ron und Christian das Ganze wieder in Stand gesetzt haben, bezogen haben und so weiter. Jeder stand wirklich vor dem Auto und hat das gar nicht geglaubt, dass das jetzt dieses Armaturenbrett ist, weil es fällt einfach wirklich nicht auf. Wir haben die Sitze jetzt maximal eng zusammengestellt. Lenkrad ist jetzt genau auf Sitzhöhe, was heißt perfekt und es sieht aus wie original. Also da auch nochmal Ron. Gerade auch in den letzten Tagen, wo du auch nochmal viel mit angepackt hast, auch vielen, vielen Dank. So, das war erstmal die Aufklärung und die Vormessezeit. Jetzt steigen wir ins Video ein und ich bin gespannt, was ihr so an Fragen gestellt habt. Nach wie vor eine Funktion, die ich schade finde, ist, dass ich nicht sehen kann, wie viele Fragen ich habe. Das wäre nur geil gewesen. Aber ich suche jetzt wieder die geilsten raus und dann scheppern wir das durch. Allererste Frage von Timo. Was hast du damit vor? Extrem interessante Frage. Das Gute ist, ich kann jetzt auch skalieren. Die Fragen, die ich vor Ort auf der Messe viel bekommen habe, ich denke mal, ich habe so am Tresen pro Tag 2000 Leute durchgeschoben. Das ist, glaube ich, schon realistisch. Ja, 1000 waren es auf jeden Fall.
Da kann ich jetzt ganz gut abwägen. Natürlich kann man bei sowas auch immer sagen, wenn das viele Leute fragen, ist es für euch auch interessant. Das heißt, das skaliere ich hier so ein bisschen mit rein. Was habe ich vor mit dem Auto? Kam relativ häufig, beziehungsweise es kam mehr die Frage, ob ich nur Bilsterberg damit fahre oder auch mal andere Rennstrecken. Nee, ich werde natürlich alle Rennstrecken der Welt damit besuchen. Das heißt, als allererstes habe ich damit vor, diese Technik zu Ende zu bringen. Das heißt, der Motor muss geil laufen. Die Elektrik muss fett funktionieren. Da habe ich mir wirklich viele geile Features überlegt mit der Steuerung, die reinkommt. Dass wir da extrem viel Technik zeigen können. Das heißt, so Spielchen wie vielleicht den Ladedruck über den Lenkwinkel zu begrenzen und mal gucken. Also da habe ich wirklich viel, was wir erstmal machen können. Dann haufenweise Sensorik verbauen. Das heißt, ich überlege sogar, ob ich nicht in Richtung auch die Dämpfer mit Sensorik versehe, Gehkräfte, Raddrehzahl. Also, dass wir wirklich am Ende wirklich eine richtige Datenanalyse auf der Rennstrecke betreiben können. Und sobald das der Fall ist, versuche ich, solange es meine Zeit zulässt, möglichst viele Rennstrecken damit zu fahren. Irgendwelche professionellen Rennen, Cups, wie auch immer, werde ich da nächstes Jahr definitiv nicht mitfahren können. Dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir vom Team her zu klein. Und das Auto ist auch noch lange nicht so weit, dass das wirklich wettbewerbsfähig ist. Also da müssen wir jetzt erstmal in die Entwicklung gehen und in die Fertigstellung und dann geht es los. Nächste Frage. Wie hoch sind die Umbaukosten gewesen? Interessante Frage. Ich habe mir nämlich neulich tatsächlich mal eine Excel-Tabelle gemacht. Ja, natürlich ist da mittlerweile auch gut Geld reingegangen. Aber da muss man sagen, dass beim Abarth relativ viele Teile noch relativ kostengünstig sind. Das heißt, ja, allein schon die Carbon-Teile. Für jedes andere Auto, wenn es jetzt ein BMW wäre oder wie, würden die Carbon-Teile garantiert das Vierfache kosten. Beim Abarth ist es überschaubar in Summe. Das heißt, ich würde mal ungefähr tippen, wenn ihr euch das gleiche Auto kauft, wir lassen jetzt die Basis mal außen vor, weil in der Basis, ja, wenn man ehrlich ist, bräuchte man mittlerweile noch nicht mal eine Abarth-Basis. Man könnte theoretisch jede 500er Karosse nehmen und dazu sich einfach einen Abarth-Motor kaufen, weil so ein Abarth-Motor kostet jetzt auch nicht mehr so das Vermögen. Das heißt, wir reden da, glaube ich, so von 500, 800 Euro, die so ein Abarth-Motor kostet. Deswegen lassen wir die Basis mal außen vor. Bis das Auto dann so weit ist, wie es da steht, ohne einzige Arbeitsstunde, das macht es natürlich am Ende wieder so teuer, wenn ihr nicht selber Tuner seid, denke ich mal schon, gehen da so zwischen 20.000, 25.000 Euro gehen in so ein Auto schon rein. Minimum. Muss man einfach so ehrlich sagen, weil alleine Thematik Bremse, Fahrwerk, Felgen, Carbonteile, Motor, Turbolader, Ladeluftkühler, Elektrik, Sitze, Käfig, ja, also 25 sind da schnell drin. Allerdings, jetzt muss man sagen, dafür habt ihr wirklich ein komplett umgebautes Auto, was bei anderen Herstellern, als Beispiel, ihr würdet euch jetzt einen BMW nehmen und den komplett für die Rennstrecke umbauen und würdet da auf die namhaften Tuningteile zurückgreifen, werdet da eher wahrscheinlich bei 70 bis 100 sein. Also ich denke mal schon, dass es viele Nordschleifenumbauten bei BMWs gibt, die alle 100.000 Euro plus gekostet haben. Und natürlich andere Autos genauso. Also da ist es aber so, dass da der Abarth, dadurch, dass es ein kleines, leichtes Auto ist, noch, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, human ist. Weil natürlich kostet eine 17-Zoll-Felge weniger Geld als eine 18- oder 19-Zoll. Die Reifen kosten weniger. Die Bremse ist kleiner, dünner, kostet weniger. Und so zieht sich das natürlich durch das ganze Auto durch. Ne? Jetzt gucken wir mal. Nächste Frage von Airbuzzer. Was für eine Nordschleifenzeit wäre denn mit dem Abarth wohl möglich? Gute Frage. Habe ich absolut keinen Plan von. Das Ding muss auf jeden Fall 7 Minuten fahren. Wie flach diese 7 Minuten wird, schauen wir mal. Ich glaube aktuell, Abarth-Rekord ist sogar nur 8 Minuten. Also ich glaube, unter 8 Minuten fährt da gar keiner. Aber das sind alles, da kann ich wirklich rein gar nichts zu sagen, bis das Auto die ersten Meter gefahren ist. Würdest du den Abarth verkaufen? Nein. So wie ich all meine Fahrzeuge nicht verkaufe, ist auch in dieses Fahrzeug schon wieder so viel, ich sag jetzt mal, Liebe, Zeit. Ich habe alleine durch dieses Auto schon wieder so viele Leute kennengelernt, die auch auf der ersten Motorshow bei uns mit einem Stand fahren. Das ist für mich einfach unbezahlbar. Deswegen bin ich auch gerne bereit, solche Projekte zu machen, auch wenn sie teilweise wirklich viel Geld kosten. Die Lebenserfahrung und die Bekanntschaften, die man damit macht, ist wirklich unbezahlbar. Und deswegen würde ich auch dieses Auto natürlich nicht verkaufen. Mondolo fragt, was ist dein Leistungsziel? Habe ich, glaube ich, etliche Male schon drüber gesprochen. Deswegen kurz und knapp. Viele haben auf der Essen Motorshow gefragt. Leistungsziel sind definitiv 300 PS. Also ich möchte, dass das Ding so im Bereich 300 PS hat. Ganz oft kam auch die Frage, Tobias fragt, wolltest du nicht am Anfang ein Low-Budget-Projekt draus machen? Ist nicht ganz korrekt. Habe ich mir neulich auch die ersten Videos davon mal angeguckt. Ich wollte nicht Low-Budget draus machen, sondern ich wollte das Auto sinnvoll steigern.
Das heißt, natürlich wollten wir am Anfang mit dem Serienauto anfangen, wollten dann nicht radikal alles umbauen, wie es jetzt passiert ist, sondern wie ihr in den ersten 5 bis 10 Folgen gesehen habt, haben wir uns langsam gesteigert. Das heißt, wirklich Schritt für Schritt die Sachen tauschen, die Sinn machen. Das heißt, das Ganze sollte nicht unbedingt Low Budget sein, sondern das Ganze sollte eher sein, das Auto sinnvoll für die Rennstrecke umbauen. Deswegen haben wir ja angefangen, Fahrwerk, Felgen, normale Reifen, Semi-Slicks, dann irgendwann die Sitze rein und so weiter. Ne? Also es ging eher darum, nicht radikal alles einfach in so ein Auto reinzuschmeißen, wie es jetzt am Ende passiert ist, sondern wie wir das auch in den ersten Folgen vor dem ersten Winter gemacht haben, uns langsam zu steigern. Die Frage ist geil, die muss ich jetzt einfach mal vorlesen. Sind die Spiegel original? Hey, jeder, der auf dem ersten Motorshow war, die Spiegel sind, ich glaube, die Fläche ist ungefähr meine Handygröße. Nee, die sind natürlich nicht original, sitzen auch noch zu tief. Sie müssen ein bisschen höher sein, dass man überhaupt was sehen kann. Legal sind sie, glaube ich, auch nicht, weil die Spiegelfläche ist definitiv zu klein. Gibt es ein Detail, was dir am meisten gefällt? Da gibt es 3 Details, die ich jetzt einfach nennen müsste. Ein Detail ist definitiv die Front in Kombination mit diesem ganz dünnen, offen gestalteten Gitter, der Bremsbelüftung, dem Ladeluftkühler und den ganzen Öffnungen. Das finde ich schon extrem rennsportartig. Dafür, dass es noch einigermaßen Serie ist, das heißt, da ist nichts zerschnitten, geöffnet, wie auch immer, sondern es ist die Originalstoßstange nur mit neuen Gittern. Das finde ich cool. Dann wirklich extrem cool finde ich einfach das Konzept von dem Innenraum. Das heißt, weißer Innenraum, schwarzmatte Zelle. Die Gestaltung der Zelle ist für mich eine 1+. Und als letztes der Diffusor mit den fetten Endrohren. Das sind die 3 Punkte, die ich an dem Auto am meisten feiere. Was sagt deine Frau dazu? Das war ja ihr altes Auto. Das Auto gehörte vorher Kimi. Was sagt die dazu? Die findet es auf jeden Fall witzig, das Auto zu sehen. Die freut sich auch drauf, mit dem Auto nochmal wieder eine Runde auf der Rennstrecke zu fahren. Die hat es aber nach all den Jahren aufgegeben, irgendwie mit dem Kopf zu schütteln oder zu sagen, dass ich bescheuert bin, weil das war ihr von vornherein klar. Und ich denke, alleine nach den ganzen anderen Projekten weiß die, wie der Hase läuft. Aber die findet es natürlich geil, dass aus ihrem alten Auto jetzt so ein Auto geworden ist und sie weiß, dass das jetzt erst der Anfang ist und es damit jetzt erst richtig bergauf gehen wird. RST Willi fragt, bekommt der Abarth eine Straßenverkehrszulassung? Also ich würde es nicht kategorisch ausschließen, weil es gibt ganz viele Autos, die in dem gleichen Stil aufgebaut sind und auf der Nordschleife unterwegs sind. Nordschleife, Touristenfahrten, muss das Auto eine Zulassung haben. Das heißt, natürlich wird das Auto nicht auf Vollslicks eine Straßenzulassung bekommen. Aber ich sag mal, wenn man da eine humane Radreifenkombination drauf macht, dann werde ich mich schon Anfang des Jahres darum bemühen, nach und nach möglichst viel eingetragen zu bekommen. Weil, punkto Verbreiterung, Käfig, Sitze, Gurte, Auspuff, also es sind schon einige Sachen dran, die man auf jeden Fall eingetragen bekommt. Wie weit das dann geht, muss man halt schauen. Tümpfler fragt, warum nicht auf Allrad umgebaut? Ihr werdet es nicht glauben, bevor ich diesen Abarth-Innenraum lackiert habe, habe ich nochmal unsere Platte hinten reingelegt. Ich gucke mal, ob ich ein Bild finde. Wir haben ja bei Artium diese Platte gebaut, womit man fast alle Reserveradmulden rausmachen kann. Und auch da hat sie relativ gut gepasst. Man muss die Mulde meistens für einen Allradumbau rausnehmen, weil an der Stelle das Diff sitzt. Und habe mir schon mal so überlegt, ob ich nicht in weiser Voraussicht da hinten diese Platte reinmache, dass man vielleicht ein Allrad rausmachen kann, weil dieser kleine Kampfzwerg mit Allrad wäre für mich einfach vom Konzept her extrem geil. Habe dann allerdings gesagt, wenn ich jetzt noch anfange, die Karosserie zu zerschneiden, ist es A, für euch uninteressanter erstmal, weil es wieder nach so einem Never-Ending-Project aussieht. Und ich glaube, dass es Rennstrecken gibt, wie zum Beispiel den Bilsterberg, wo ich mit Allrad gar nicht schneller wäre. Ich bin mir sogar noch nicht mal sicher, ob das Auto auf der Nordschleife mit Allrad schneller wäre. Weil mit der Slicks-Kombination jetzt, glaube ich, ist das mit Frontantrieb schon gut. Eher würde es mich reizen, das wird auch definitiv passieren, eine eigene Hinterachse für das Auto zu bauen. Dass wir diese Verbundlenker-Starrachse, wie man es auch immer nennen will, rausschmeißen und eher eine Einzelradaufhängung rausmachen. Weil ich glaube, das ist eher ein Punkt, der viel ausmacht hinten. Uwe SCH 2021 fragt, hat der Abarth noch andere Downforce-bringende Teile außer dem Heckflügel? Aktuell nein. Also bedingt. Der Heckflügel wird schon, wenn dann, am meisten machen. Die kleine Lippe vorne an der Stoßstange wird auch garantiert ein bisschen was bringen und der Diffusor hinten wird garantiert auch ein bisschen was bringen. Allerdings sind das alles Teile, die werden nicht, das wird nicht merklich was bringen. Das heißt, dort könnt ihr euch auch noch auf ein Video freuen. So wie ihr mich kennt, muss ich natürlich diesen Unterboden verkleiden, weil das wird am meisten bringen, gerade auf Rennstrecke. Das heißt, wir brauchen zum Thema Downforce noch einen komplett geraden Unterboden, der dann hinten sich aufstellt zum Diffusor. Weil ich glaube, da können wir richtig was an Downforce holen, auch gerade weil wir diesen Unterboden unten rausstehen lassen. Das heißt, vorne vor der Stoßstange
wird noch ein Schwert rauskommen, was wirklich die Luft vor dem Auto unten und oben teilt. Und das sind dann Punkte, wo wir am Ende definitiv nochmal Downforce generieren werden. Habe ich sogar gleich noch eine zweite Frage von Uwe. Mit welchen Fahrzeugen siehst du den Aber-Zeiten technisch auf Augenhöhe? Extrem cool. Ich kann jetzt nur über den Bilzer Berg reden, weil ich alle anderen Rennstrecken noch gar nicht so kenne. Ich sehe den Abarth, also als Beispiel Tom Schütze, der fährt ja mit seinem E92 M3 auf Slicks auf dieser Strecke eine 1 Minute 50. Mit dem X-Bow sind wir auf Semis eine 1,52 gefahren. Richtig gute GT3 RS fahren dort so im Bereich von 1,45. Ich sehe den Abarth auch in dieser Liga. Also da werden jetzt ganz viele von euch im Kopf schütteln und sagen, boah, das wird noch ein verdammt weiter Weg, weiß ich. Aber ich bin immer jemand, der das sagt, Jean-Pierre auch immer, ich bin absoluter Optimist. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum ich es immer wieder schaffe, die Leute um mich rum so krass zu motivieren. Das ist der Punkt, wo ich hin will. Da muss ich immer ein Ziel setzen. Also das Auto muss auf dem Bilzer Berg im Bereich von 1,50 fahren. Dann bin ich happy auf Slicks. Das wird nicht beim ersten Mal passieren. Bis dahin werden auch ein paar Sachen kaputt gehen. Aber das ist der Punkt, wo ich gerne hin will. Das heißt, wir reden davon, dass wir auf dem gleichen Niveau fahren wie wirklich krass umgebaute Track-Tools. Eine Sache, die dich immer noch stört am Auto, genau der Punkt, die Punkte, die wir gerade schon besprochen haben, Unterboden und Hinterachse. Also das sind zwei Punkte, die wir auf jeden Fall noch angehen müssen. Flexi fragt, wann kommt der Karlbaum rein? Da könnt ihr euch als nächstes drauf freuen. Das geht nämlich gleich nächste Woche los. Ganz Elektrik. Da gibt es einige Änderungen. Ich bin froh, dass ich noch gar nicht mit angefangen habe. Ich habe zur Essen Motorshow alles, was ich fertig hatte, sogar wieder ausgebaut. Also nicht fertig hatte, jeglichen Fortschritt habe ich wieder ausgebaut, weil ich wollte dann auch nicht einen angefangenen Karlbaum so blank reinlegen, den jetzt nur für die Essen Motorshow zu wickeln, war es mir auch nicht wert. Also einfach wieder raus und damit geht's dann los. Mal mit der Überlegung gespielt, einen anderen Motor zu verpflanzen, fragt Schroff. Nein, bisher noch gar nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich den Motor für extrem gut halte. Also wenn ich mir so den Block angucke, ist ein Gussblock, das Zusammenspiel aus Bohrungsdurchmesser, Hub und wie die Kurbelwelle unten gelagert ist, dazu der Zylinderkopf, wie er jetzt bearbeitet ist, in dieser Baugröße, glaube ich schon, dass das ein Motor ist, der verdammt viel Potenzial hat. Das heißt, der bleibt da auf jeden Fall drin. Dirk fragt, sind die Querlenker, Spurschankköpfe etc. für den massiven Grip ausgelegt? Das ist ein Punkt, wo ich selber Angst vor habe, wenn ich mit den Slicks unterwegs bin. Es ist alles umgebaut, das heißt, Querlenker unten sind komplett Uniball verstellbar und so weiter, aber trotzdem bleibt ja das eigentliche Radlagergehäuse vorne, bleibt ja original, das heißt, da ist ein relativ kleines Radlager und so weiter drin und wir fahren jetzt 24er Slicks an der Vorderachse, das ist eigentlich ein Maß, was sonst so auf dem E36 M3 gefahren wird, also wirklich schon breit, das heißt, wenn die richtig, richtig warm sind und dazu noch die Kraft, also die Antriebskraft kommt, weil viele andere Autos fahren halt Heckantrieb. Das heißt, an der Vorderachse wirken nicht dazu noch die Beschleunigungskräfte. Boah, dann bin ich auch gespannt, wie das so an der Vorderachse funktioniert. Also das ist so ein Punkt, den ich auf jeden Fall im Auge behalte. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, wo noch einiges verbessert werden muss, bis das alles funktioniert. Weil wenn die Slicks warm sind und dann da 300 PS an der Vorderachse ziehen und man ein bisschen über die Curbs ballert, glaube ich auch, dass die Vorderachse entweder brutal schnell verschleißt oder halt wirklich bricht, wie auch immer. Also da muss man definitiv langsam und vorsichtig rangehen und immer im Auge behalten und das halt auch einfach rechtzeitig überprüfen. Hepp fragt, soll er wirklich das schnellste Auto auf der La Cisée werden? Ja, da haben wir mit Jean-Pierre ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, durch den kurzen Radstand wird das Ding verdammt schnell sein, dort auf der Strecke. Wie schnell, kann man natürlich nicht sagen. Ob das Ding wirklich schneller als ein GT3 RS ist, sei erstmal dahingestellt, weil das ist jetzt ja auch nicht so, dass die Autos dort für die Strecke optimiert werden müssen. Finde ich auch gut so. Reinsetzen, fahren, Zeiten gucken, fertig. Gar nicht groß experimentieren, Fahrwerk verstellen, Luftdruck hoch, runter und so weiter. Das denken nämlich viele von euch. Viele von euch werden so denken, boah, mein Auto wird auf der La Cisée bestimmt schneller sein. Das Konzept dahinter, hinter dieser Rennstrecke, finde ich aber gerade cool, ist halt wirklich das Auto out of the box, so wie er ist, dort zu fahren. Nicht viele Runden warm fahren, nicht großartig aufs Auto einschießen, sondern einfach direkt fahren, 3 Runden werten, fertig. So müssen wir es natürlich, wenn dann mit dem Abarth auch machen. Und das wird der Punkt, wo ich gespannt bin, ob ich das Auto so gut hinbekomme, dass es wirklich direkt mit einem neuen Fahrer funktionieren wird auf der Strecke. Aber ich glaube, die Breite des Autos in Kombination mit dem kurzen Radstand und Frontantrieb, glaube ich schon, dass das eigentlich ganz gut dort funktionieren wird.
Wie wurden die Gitter vorne in den Lufteinlässen befestigt? Das große Gitter vorne, dort haben wir einfach kleine Nasen mit an, nicht angegossen, sondern wir haben sie in dem Modell rangemacht, 90 Grad abgewinkelt. Das heißt, das Gitter ist von hinten einfach mit kleinen Schrauben in die Stoßstange geschraubt. Die seitlichen Gitter, wo die Nebelscheinwerfer waren, oder diese Zusatzscheinwerfer, waren es in dem Fall, Tagverlicht war es, glaube ich. Die haben wir einfach hammerhart von hinten angeklebt, weil die lagen da so schön drin, einfach ein paar Klebepunkte fertig. So, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Wie leicht wird der Arbeit im Gesamtgewicht sein? Gute Frage. Vorm Zerlegen im Winter hatten wir ja gerade knapp unter 1000 Kilo. Jetzt ist natürlich massiv Technik reingekommen. Heißt, alleine die Zelle mit 50 Kilo, Räder sind breiter geworden, Bremse ist größer geworden, Ladeluftkühler ist größer geworden und. Müssen wir mal gucken, wo es gewichtsmäßig hingeht. Ich will auf jeden Fall auf gar keinen Fall schwerer werden. Das heißt, mein Ziel ist irgendwas zwischen 900 und 1000. Am liebsten unter 900, aber da weiß ich jetzt mittlerweile, dass das ganz schön eng wird. Aber er muss auf jeden Fall fahrfertig unter 1000 am Ende haben. Wird es Taxifahrten geben? Vielleicht als Gewinn einer Verlosung? Ja, genau dafür habe ich eigentlich dieses Auto gebaut. Deswegen sind auch zwei Sitze drin. Ich will da definitiv ein Auto bauen, was einfach immer funktioniert. Also nicht ein Auto, was eine maximal perfekt schnelle Zeit fährt, ein einziges Mal, sondern nee, ich hätte schon gerne ein Auto, was wirklich Runde für Runde ähnlich wie der X-Pro funktioniert. Das heißt, dass wir wirklich an Erfahrung sammeln können, Daten aufzeichnen können, Taxifahrten machen können und am Ende damit alle mit diesem Projekt einfach bereichern. Letzter Punkt für heute. Sven fragt, kommt auf den Arbeit noch Werbung oder ein Design? Selbstverständlich, obwohl ich das Auto extrem clean finde, wie er da steht. Aber so wie er da jetzt steht, hätte ich designtechnisch auch schon wieder ganz andere Ideen, als ich, wie ich es ursprünglich gemacht hätte, weil das Auto jetzt einfach ganz anders aussieht. Aber ich habe da sowohl mit Jean-Pierre als auch Engin schon drüber gesprochen, weil vielleicht könnte man ja auch gemeinschaftlich mal irgendwie designmäßig was machen, weil da sind die Profis drin. Ich bin absoluter Laie. Jeder, der meine Autos kennt, weiß, da ist nicht irgendwo irgendwas designtechnisch gemacht. Das Auto ist aber prädestiniert dafür, weiße Basis, Rennsport, irgendein geiles Design drauf zu machen. Das heißt, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ja, ich würde sagen, das reicht auch schon wieder für heute. Alle Fragen, die jetzt hier noch so sind, haben wir damit abgehandelt. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle auf der Essen Motor Show wart. Weiß ich, dass das in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich ist. Aber umso cooler war es für alle Beteiligten, dass es einfach voll war, dass wir alle Spaß hatten, dass es nicht eskaliert ist, dass die Messe zu Ende geführt werden konnte. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und in Zukunft wird es wieder technischer und ihr könnt auf jede Menge coole Videos schauen. Ja, ciao. We'll be right back.